Oh. Und ja, willkommen zurück. Ich brauche erstmal Licht hier. Umstellen. Ja, wir müssen erstmal was wiederverwerten. Wir mussten leider das Wohnzimmer noch ein Stück größer bauen. Wiederverwerten. Weil ich hier einen Stängelboden habe. Nein. Ah. Dass alles schön einheitlich aussieht. Oder es wieder unendlich lange dauern wird. Aber naja, das ist man ja gewöhnt. Voll ist voll. Nicht voll. Grasboden. Zum Glück erlaubt die Physik das. Gut, hätten wir das. Dort versperrt. Nicht darüber? Nein. Wenn du was zu essen holen. Komme ich von unten überhaupt ran? Lass mal einen Schluck trinken. No water filtration tablets needed. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, 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 ich sehe schon. Aber jetzt hast du erst noch einen. Hm. Herstellen. Aber wie gemalt, ne? Ja, es wird hier auch noch vergrößert. Das wird hier auch noch alles vergrößert. Ich möchte das Lager ja auch noch ein bisschen umbauen. Inventar. Just pretend it's beef jerky. So, kann ich dich fällen? Nee, dich kann ich nicht fällen. Du bist keine fällbare Pflanze. Bis da hinten aber eine fällbare Pflanze. Ich muss ja schlichtweg auch noch meine Böden jetzt wieder bauen. Das ist alles etwas mehr geworden ist als geplant. 20 Stück, damit komme ich nicht weit. Und den müssen wir nur noch einrichten, ne?
Irgendwie müssen wir noch eine Etage tiefer kommen. Ah, da kommen wir noch hin. Überlegen, ob ich hier nicht die Treppe runtersetze. Da bin ich echt am Überlegen. Dann wird das schön smooth weg. Dass man dich nicht fällen kann, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Tod allen Marienkäfern. Ja, ich glaube, ich werde die Treppe da unten hinsetzen. Vier Stück kann ich noch. Da keine Bodenplatte setzen, sondern einfach nur. Da komme ich auch in den Keller rein. Ist das nicht so verschenkt, der Platz? Wieso ist da eigentlich kein Fenster? Wie noch mehr? Ist da kein Fenster? Wir werden es rausfinden. Ja, bevor ich das jetzt hier erstmal alles. So, Treppe. Treppe habe ich schon irgendwo gesehen. Standort versperrt. Dann kommt hier eine Treppe hin. Kommst du wieder raus, ja. Stängelboden verwerten. Ist da nicht noch einen halben Stängelboden? Aber so ist gut. So ist geil. Kann man hier nicht irgendwie einen halben Stängelboden hinsetzen? Komm ich da trotzdem runter? Ja, wir müssen eh noch Stängel holen. Wir müssen noch ein paar Stängel holen. Hier vorne ist noch Stängel. Na, einen halben hin. Noch Stängel. Gut, wir brauchen erstmal nicht so weit laufen. Dann hätten wir das auch gleich. Das Wohnzimmer schon so langsam wieder einrichten. Das Bett kommt dann auch wieder raus. Und noch wieder mehr Platz. Hier unten zwar nicht so sehr, aber ist okay. Komm ich immer noch runter? Ja. Sieht doch hervorragend aus. Zwei Stück brauche ich noch. Cool. Weißt du, überall haben wir Fenster, ne? Bis auf diese eine Wand. Nee. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Stängel hätte, würde ich ja Stängelwände setzen. Ist doch irgendwo. Ja, ich muss eh noch einen Stängel holen.
Frames, ne? Das Haus ist einfach zu groß. Oh, Almarienkäfer. Ja, ich brauche die für Klebstoff. Einfach nur für Klebstoff. Ich bin weg. Hier muss ich mir noch was überlegen. Das werden wir uns gleich überlegen. So. Keine Statue hin. Ich habe jetzt nämlich gerade gar keine Lust gehabt, gegen das Vieh zu kämpfen. Weiß nicht, wofür man es da brauchen kann. So. F, umstellen. Das kann ich hier trotzdem rein? Nee. Kann ich da vielleicht sowas hinstellen? Dann wirkt das nicht so zugestellt, ne? Für meine Tastenphobie, ne? Nee. Das geht. Das ist gut. Stopfen wir dich da rein. Wirst du so gleich verrecken. Mit dir. Kann nicht wahr sein. Was ist jetzt los? Komm her, komm. Mein Dolch ist stärker als du. Dich haben wir dahin, dich haben wir dahin. Dann machen wir das so. Da rein. Jo. Das ist auch soweit aufgeräumt. Hoch, das ist sehr schön. Kamin. Stellen. Das Wichtigste kommt ja noch. Die ist mir sonst nur im Weg da hinten. Zack. Sache, wo stellen wir das Bett hin? Genau, so wird ein Schuh draus. Okay, okay. Du kommst dahin, dann hätten wir dich da. Können wir das hier oben nicht noch eine Ecke in die Ebene reinsetzen? So in die Ecke rein? Das ist sehr schön.
Ja. So, oh, Großvaters Uhr. Die Nachttischlampe. Da rein. So, zählt das, wenn wir jetzt das Bett zum Beispiel hier entzwirbeln? Dahin können wir nicht so eine Palisade. Das Ding ist cool. Das Ding sieht witzig aus. Oh, guck mal. Ich möchte das ein bisschen lustig haben. Okay. Haben wir hier die Ecke schon wieder frei. Umstellen. Ich werde noch einen davon bauen. Ein Gitter ausrichten. Die Sofa nach da. Da hinsetzen. Ja, wir bauen gerade. Kommst du in die Ecke hier rein? Habe ich ja noch. Zack. Und hier gemütlich. Moment. F. Soll mir ja nicht beim Schlafen zugucken. Deswegen sind ja diese Wände da. Zack. Jetzt die Sache, wie kriegen wir jetzt hier maximal rein? Egal. Ich muss ja von der anderen Seite. Moment. Das können wir ja so machen. Erstes Einrichtungselement so. Hier sind wir 4. Das ist weniger, aber trotzdem 4. Darstelle. Nur um es zu maximieren. Ey,
diese ekelhaften Drecksviecher, ne? Die gehen mir so hart auf Eier. Sind sie wochenlang gar nicht da? Auf einmal sind sie überall. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das schlechter? Kann mir da einer mal Tipps geben, wie man das maximiert? Kann mir garantiert irgendeiner Tipps geben, wie man das maximieren kann. Teppich. Wir müssen noch mehr Bilder bauen, ne? Hier wieder genügend Platz für irgendwas anderes. So, wie sieht mein Inventar aus? Habe ich wieder Zeug, was vergammelt ist? Bald. Bald habe ich wieder Zeug, was vergammelt ist. Ein Kuschellager. Ja, ich hole das, glaube ich, von hier unten runter. Von oben runter. Hier unten alles koche. Kann ich noch Lampen bauen? Was bist du? Festzacksbaum. Schalen. Okay. Bringst du irgendwas? Ein bisschen was. Und ein bisschen was. Aber okay. Kühlschränke. Hinterher will ich überlegen, ob ich daneben nicht das Schlafzimmer baue. Echt am Überlegen. Ich tue jetzt hier unten kochen. Das finde ich weitaus angenehmer. Ich eventuell die ganzen Crafting-Sachen erstmal alle nach unten hole. Nee, das muss hier bleiben. Also dieses Kochzeug will ich gar nicht unten haben. Lampe. Hier schön ran.
Stimmt, hier ist noch ein Mülleimer. Hier ist meine Ausrüstungsecke. Ich bin überlegen, ob ich nicht einfach die Chance jetzt nutze und hier noch einen Boden zwischen Semmel. Gut, wie spät haben wir es? Jo, ich beende die Folge und geht mal hier schlafen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.